das Wort dem Kollegen Alexander Radwan für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute die Debatte zu Europa und wir haben ja schon viele Sachen dazu gehört, manche, die auch schwer vorstellbar sind, wie angeblich Macron Deutschland und Merkel sieht. Ich kann nur zum Fraktionsvorsitzenden der Grünen sagen, zum Glück hält Macron die deutsche Bundeskanzlerin für eine der wichtigsten Verbündeten für die Weiterentwicklung Europas. Und das ist gut so, dass er das so sieht. Und letztendlich kam hier, wie auch beim letzten Mal, zum Ausdruck, dass man eigentlich ein unterschiedliches Europabild hat. Und auch das letzte Mal wurde sehr stark, und das war noch vor der Wahl in Frankreich, Macron massiv kritisiert. Und wir haben einen Gleichklang in Europa. Das eine ist Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten, und das beinhaltet eben auch Reformen, für sich selber verantwortlich sein. Und das zweite ist europäische Solidarität. Und Macron hat in den Wahlkampf, nochmal im Wahlkampf, erklärt, er möchte Reformen machen. Und da gab es hier weite Teile im Parlament, die das für falsch halten, die auch in Deutschland die Agenda 2010 zurücknehmen wollen. Meine Damen und Herren, ich bin froh, dass Macron die Eigenverantwortung Frankreichs ernst nimmt und sich an die Reformen dran macht und sich von der deutschen Opposition davon nicht bremsen lässt. Und zum Thema Solidarität. Wolfgang Schäuble und Angela Merkel haben immer diesen Konnex hergestellt. Und wenn man sich heute anschaut mit Griechenland, aber vorher schon Portugal, Spanien, Irland, meine Damen und Herren, dieses System Eigenverantwortung gemeinsam mit europäischer Solidarität hat Stück für Stück zum Erfolg geführt. Und Ihnen stinkt ja nur, dass wir in Griechenland diese Fortschritte gemacht haben. Und wenn man dann genau dahinter schaut, was Sie möchten, dann geht es Ihnen ja gar nicht darum, wie es in Europa der richtige Weg zwischen Mitgliedstaaten und der Europäischen Union ist. Sie akzeptieren ja nur ein Europa, das zentral ist und links. Wenn es nicht zentral ist und links, dann lehnen Sie ja dieses Europa ab. Eben, Sie tun es ja nur so. Und das ist der grundsätzliche Unterschied. Europa ist noch ein Zusammenschluss von 28 souveränen Staaten. Und da gibt es halt unterschiedliche Meinungen und ein Ringen innerhalb der Europäischen Union. Und darum ist es sehr gut, dass wir Angela Merkel an der Spitze haben, die hier eben ausgleicht und die im Gegensatz zu Ihnen die Mitgliedstaaten in ihrer Eigenheit respektiert. Das ist der Unterschied. Ihr Vorwurf, den Sie gegen Angela Merkel richten, richtet sich gegen Sie selber. Sie wollen Ihre nationale Politik gegenüber den anderen Staaten durchsetzen, ob Sie es wollen oder nicht. Und wenn Sie eine europäische Arbeitslosenversicherung oder andere Bereiche fordern, dann fordern Sie ja nicht nur den Beitrag der Deutschen. Reden Sie doch mal mit den Bürgern und der Politik aus den baltischen Staaten. Sind die davon begeistert, wenn sie zukünftig in die entsprechenden Kassen einzahlen müssen? Sie bringen damit den Spaltpilz in die europäischen Völker weiter hinein. Und darum bin ich froh, gerade in einer Zeit von Brexit, dass die Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, hier sehr souverän und sehr mit dem Fokus darauf, dass es in Europa weitergeht, reagiert hat. Ich möchte nur daran erinnern, wie auch aus den nationalen Parteien in Deutschland darauf reagiert wurde. Wie ein beleidigtes Kind hat man gemeint, die Briten zur Raison zu rufen. Mit allen Folgen. Wir haben zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, wie das Verfahren in Europa ist. Wir haben zu diesem, nein, es war nicht unsere Regierung. Haben Sie es vergessen, was Angela Merkel hierzu gesagt hat? Wenn sie mal hier ist, Frau Kollegin Brandner, sollten Sie auch zuhören. Dann hätten Sie es nämlich diese Frage nicht gestellt. Angela Merkel hat anders als dazu klipp und klar gesagt, wir müssen auf der einen Seite gegenüber Großbritannien die Brücken bauen. Sie werden weiterhin wichtiger Partner sein innerhalb der NATO. Sie werden ein wirtschaftlicher Partner sein. Aber wir müssen auch konkret weiterarbeiten an der Einheit Europas und wir dürfen keine entsprechenden Blueprint machen für andere Staaten. Das war die Position Angela Merkels, als sie hier im Deutschen Bundestag geredet hat. Und meine Damen und Herren, Sie haben vorhin kritisiert, dass sie hier nicht redet und wenn sie redet, hören Sie nicht zu oder Sie verstehen es nicht. Das ist etwas, was ich natürlich sehr schade finde.
Aber in der heutigen Phase, meine Damen und Herren, sollten wir uns daran orientieren, was andere europäische Regierungen und Völker schlicht und ergreifend eindeutig zum Ausdruck bringen. Sie sind froh, dass Angela Merkel Kanzlerin ist, und sie sind froh, dass sie in der Geschichte von Helmut Kohl an der Einheit Europas weiterarbeitet. Sie ist verlässlicher Partner, und das sind die anderen Europäer genauso. Besten Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Radwan. Als letzte Rednerin in der Aktuellen Stunde spricht nunmehr die Kollegin Ronja Kemmer für die CDU-CSU-Fraktion.